So, der Marc stellt noch sein Audiosignal her. Jetzt hört er uns. Hallo Marc, schön dich zu sehen. Steig einfach mit ein. Mache ich, hallo zusammen. Hi. So, wir bleiben breitbeinig stehen. Stretchen uns, komm schön tief runter. Durchgestreckte Beine. Zur einen Seite, die Oberschenkel, Rückseite, die werdet ihr jetzt wahrscheinlich spüren. Oh, hallo Laura, schön, dass du dabei bist. Und zur anderen Seite. Linke Hand zum rechten Fuß und Wechsel. Wir kommen in die Windmühle. Wir drehen uns langsam auf und kommen aufrecht hin. Dreht euch weiter, verkleinert den Stand und löst die hintere Ferse. Arme ganz locker am Körper entlang. Und in der Mitte einmal Halt. Ihr lockert die Schulter, Finger so spreiz, Arm gestreckt. Wir fangen an zu kreisen. So, der Heikes Tochter fixiert mich gerade. Was macht der Mann da? Oh, jetzt lächelt sie und kommt zum Monitor. Süß. Einmal Richtungswechsel. Also ich habe heute ein schönes, breites Trainingsprogramm für euch aufgestellt. Wir werden ein bisschen den Rücken involvieren. Der kam in den letzten Stunden ein bisschen kurz. Und gerade wenn man viel zu Hause sitzt im Homeoffice, man hat nicht die ergonomischen Stühle, die man vielleicht im Büro hat. So kann es sehr schnell zu Rückenschmerzen kommen. Dementsprechend wollen wir dem ein bisschen vorbeugen. Einmal Armwechsel. Aber auch die Gesäßmuskulatur, die Adduktoren werden heute drankommen. Bauch. Naja, eigentlich der ganze Körper. Auch hier einmal Richtungswechsel. So, wir kommen in die Bewegung. Trippelt bitte auf der Stelle rum. Wir spielen ein Spiel. Ihr stellt euch vor, ihr habt ein Gameboy, in diesem Gameboy seid ihr drin. Für die ganz Jungen unter uns, das war damals eine Spielkonsole, die man in der Hand hielt. Wenn es heißt, Hindernis links, dann springt ihr nach rechts, berührt den Boden und kommt wieder zurück und lauft. Heißt es, Hindernis rechts, jumpen wir nach links und berühren den Boden. Wenn es heißt, Taler, springen wir hoch und greifen nach den Talern. Heißt es, Tunnel, legen wir uns hin, klatschen in den Rücken und kommen wieder hoch in den Lauf. Das ist alles, vier Sachen. Danach seid ihr auf jeden Fall warm, hundertprozentig. Hindernis links. Wir berühren den Boden und kommen wieder zurück. Und laufen auf die Stelle. So, Hindernis rechts. Wir springen zur linken Seite und wieder zurück. Super. Hindernis rechts. Yes. Wenn ihr zu zweit seid, haut euch nicht gegenseitig um. Hindernis links. Und Taler. Taler.
Super. Hindernis rechts. Nach links hüpfen und wieder zurück. Hindernis rechts. Nach links hüpfen und wieder zurück. Hindernis links. Nach rechts und wieder zurück. Super. Tunnel. Tunnel. Sehr gut. Sehr schön. Taler. Hindernis links. Nochmal Hindernis links. Hindernis rechts. Taler. Hindernis rechts. Und wir kommen ans Ziel. Sehr, sehr schön. So, jetzt seid ihr warm. Es geht Innenstand. Timer wird gestartet. 40 Sekunden sind es. 3, 2, 1, go. Oberkörper nach vorne. Buchstabe V und W. V und W. Das ist die Bewegung. Die Arme sind die Verlängerung des Rückens. Das heißt, wenn ihr nach vorne ausgerichtet seid, seid ihr trotzdem in der Position, es ist nicht der hier. Sondern schön hoch damit. Es muss auch nicht schnell gehen. Wenn die Ellbogen hinten sind, klemmt die Schulterblätter schön zusammen. 10 seconds left. Ihr hört es. Und wir haben die aktive Erholung immer zwischendurch. Rest. Super. Aktive Erholung. Wir wiederholen das Ganze. Noch ein weiteres Mal. Popo nach hinten raus. Allerdings, setzt mal die Ferse vorne auf. Zehenspitzen Ferse, Zehenspitzen um mit den Armen. Arbeiten wir so wie eben. Das Bein ist schön angewinkelt. Super. Kommt in euer Tempo. Jetzt habt ihr die Oberschenkel Vorderseite drin und weiter arbeitet die Rückenmuskulatur. Genau, der Winkel verändert sich nicht. Der Winkel bleibt die ganze Zeit gleich. Ferse, Zehenspitzen, Ferse, Zehenspitzen. Super. Fersen ans Gesicht. Ihr wisst, welches Bein sich bewegt hat. Das andere kommt jetzt dran. Also, Oberkörper nach vorne. VW, Ferse, Zehenspitzen. Genau, der Oberkörper bleibt ruhig. Das hier alles bleibt angespannt. Ihr habt nur die kleine Bewegung mit den Shoulder Taps. Shoulder Presses und diese kleinen Ferse, Zehenspitzen. 10 seconds left. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Vorne die Ferse absetzen. Hinten die Zehenspitzen. Super. Fersen ans Gesicht. Nächste Runde. Oberkörper parallel zum Boden. Und kurze kleine Bewegung mit den Beinen nach oben. Oberkörper parallel zum Boden. Das hier sollte schön wackelig sein jetzt. Super. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Arme nach vorne nehmen. Mir ist wichtig, dass das Bein, soweit es geht, durchgestreckt ist und die Ferse Richtung Decke geht. Ich weiß, eine schöne wackelige Sache. Oberschenkel, Rückseite und Waden sollten zu spüren sein. 10 seconds left. Und das Standbein, das arbeitet auch schön mit. Rest. Super. Fersen ans Gesicht. Die Gesäßmuskulatur übrigens auch. Andere Seite. Oberkörper parallel zum Boden. Und kleine Wippbewegung. Genau. Mal reichen, wenn es nicht geht. Geh in den Wall-Sit. Hier tut eine Wand aus. Doch, geht. Super. Sehr gut. Wie gesagt, hier die Oberschenkelrückseite und die Waden. Das sollte jetzt alles schön angespannt sein.
Noch ein klein bisschen. Rest. Sehr gut. Ersten ans Gesäß. Top. Das war Runde Nummer 5, müsste das gewesen sein. Runde Nummer 6, Kniebeuge. Wir kommen runter, wir kommen rauf. Als ob ihr euch auf den Stuhl setzt. Als ob ihr euch auf den Stuhl setzt. Ob die Arme angewinkelt sind oder durchgestreckt sind, spielt keine Rolle. Popo schimmert da hinten raus. Super. Sehr gut, Fersen ans Gesäß. Zwei Runden haben wir noch. Ausfallschritt mit einem Bein, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Schulterbreite Stand. Schritt nach vorne, gleiches Bein nach hinten. Schritt nach vorne und nach hinten. Rutsch nicht aus. Das habt ihr gerade bei mir gesehen. Ich wollte nach vorne durchziehen. Eine sehr, sehr schöne Übung, weil ihr die Oberschenkelvorderseite schön habt. Aber auch die Gesäßmuskulatur arbeitet. Braucht ein bisschen Platz nach vorne und nach hinten, aber das habt ihr ja. 10 seconds left. Sehr gut. 2, 1. Schüttel aus. Schüttel aus. Das gleiche mit der anderen Seite. Also Schritt nach vorne, Schritt nach hinten. Schulterbreite Stand zu Beginn. Hände Seite, Mund go. Nach vorne und wieder nach hinten. Super. Wichtig ist auch, dass die Schulter die ganze Zeit hinten bleibt. Also, wenn ihr nach hinten geht, seid ihr in der Position, dass ihr gerade seid, seid ihr vorne, genau das Gleiche. Und rest. Super. Kurze Verschnaufpause. Zu Beginn direkt mal in die Vollen. Jetzt haben wir 50 Sekunden Zeit. Wem das zu lang ist, der kann gerne in die Jumping Jacks gehen und sich dann zwischendurch auspowern. Ansonsten erzähle ich gerne, was als nächstes drankommt. Wir werden ein paar Trizeps-Dips haben. Habt ihr einen Stuhl oder ein Bett oder ein Sofa vor euch, könnt ihr das da einbauen. Falls nicht, kommt einfach runter, Fingerspitzen zeigen nach vorne und dann anwickeln die Arme, das ist ganz wichtig, und wieder hochkommen. Also bitte nicht hier oben bleiben und nur das Becken runter und hoch, sondern wirklich anwickeln. Alternativ natürlich Fingerspitzen nach vorne und dann habt ihr die Trizeps-Dips an einem Gegenstand. Dann gehen wir weiter auf die Schulter. Wir haben ein paar Übungen, die kennt ihr alle. Die kennt ihr alle. Und nach hinten kreisen. Und dann würde ich sagen, lasst uns gleich loslegen. Und Trizeps. 40 Sekunden lang. Genau, Hände weiter zusammen, Florian. Genau. Also die Hände sind wirklich, wenn ihr jetzt so sitzt, direkt neben dem Popo. Die Ellenbogen gehen schön nach hinten. Genau, habt ihr einen Hocker, noch besser. Den könnt ihr nämlich auch genauso gut einbauen und einsetzen. Und am Boden geht es natürlich auch. Wichtig, wickelt die Arme an. 10 seconds left. Sehr gut. Rest. Rest. Wir kommen hoch, Hände zusammen. Wer möchte, startet schon mal direkt mit mir. Die Übung ist ziemlich easy, die kennt ihr. Vorne die Hände zusammen und öffnen. Die Schulter, die wollen wir jetzt auch schön warm haben. Danach geht es wieder mit der nächsten, mit der anderen Übung wieder weiter. Also einmal die erste, ist die zweite, dritte, zweite, vierte, sorry, fünfte, siebte, sechste, achte. Sehr schön. Ten seconds left.
Genau, streck die Arme aus, streck die Arme aus. Also hier oben nicht anwinkeln, sondern durchdrücken. Perfekt, wir kommen wieder runter, entweder auf den Boden, auf den Hocker, aufs Sofa, aufs Bett, was gerade da ist. Oder die Fensterbank. Hintern ist losgelöst, Schulter ist hinten und wir kommen runter, wir kommen auf. Super. Bleib dabei, lass die Schulter hinten. Lass die Schulter hinten, wenn ich jetzt hingehe, das meine ich, das ist er nicht. Sondern wirklich Schulter hinten lassen und dann ganz gerade runtergehen. Wenn es jetzt anfängt zu brennen, mach weiter. Super, genau. 10 Seconds left. Rest. Kommt hoch, Hände zusammen, direkt wieder öffnen und schließen. Das Schöne ist, in der ersten Runde hattet ihr bereits den oberen Schultergürtel aktiviert, als ihr dieses VW gemacht habt. Und dann habt ihr diesen kleinen Step gemacht, einen Tap gemacht mit dem Fuß, Ferse vorne, Zehenspitzen hinten absetzen und gleichzeitig habt ihr weiter mit den Armen nach oben gepusht. Das heißt, ihr habt da die ganze Zeit die Schulter schon gehabt. Und jetzt haben wir den Fokus weiter auf der Schulter. Zwischendurch in der ersten Hälfte mit den Trizeps zusammen, aber in der zweiten Hälfte nur die Schulter. Lockert. Super. Gib der Schulter ganz kurz eine Möglichkeit, sich zu entspannen. Diese Phase ist jetzt weg. Ellbogen zusammenbringen und wieder öffnen. Stell dir vor, ihr seid jetzt im Fitnessstudio, habt ein Butterfly-Gerät vor euch, presst das zusammen und es drückt euch wieder nach hinten. Wichtig hierbei, die Ellbogen bleiben auf Schulterhöhe. Ja. Sehr gut. Lockert. Super. Nächste Runde. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Wir öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Auch hier arbeitet die Delta. Sehr gut. Unterarm parallel zum Boden reicht vollkommen aus. Also ihr braucht nicht tiefer runtergehen. Sehr gut. Bleibt dran, bleibt dran. Wenn es brennt, Zähne zusammenbeißen und durch. 10 Seconds left. Lockert. Sehr schön. Wir wiederholen das. Wir wiederholen das. Gucken wir ganz kurz. Okay. Und go. Wir bringen den Unterarm zusammen und öffnen. Anna ist auch dabei. Ich habe nur kurz geschaut, wer noch dabei ist im Inkognito. Hallo Anna. Schön, dass du dabei bist. Bleib in der Bewegung. Super. Und noch 10 Sekunden. 10 Seconds left. Und lockert. Sehr, sehr schön. Eine Runde noch vor der nächsten Pause, bevor wir auf die Matte gehen. Und wir öffnen und schließen. Wenn das irgendwann mal zu leicht sein sollte, dann nimmt sich einfach 2 Liter Flaschen Wasser in die Hand und macht das Ganze damit oder mit Hanteln oder 2 dicken Büchern. Auch das geht. Mit dem eigenen Körpergewicht reicht es aber in der Regel auch schon aus. Vor allem, wenn ihr 40 Sekunden durcharbeitet und mehrere Schulterübungen hintereinander kombiniert. 10 Seconds left. Ein paar Sekunden noch. Bleibt dran.
Gleich habt ihr die Pause für euch. Rest. Lockert. Sehr, sehr schön. 50 Sekunden. Genug Zeit, um sich jetzt eine Matte zu holen. Wir machen es uns auf dem Bauch bequem. Die erste Runde strecken wir die Beine und die Arme voneinander weg. Wir heben. Sieht man das überhaupt? Denkt mal, ist wieder in die Richtung. Ich glaube, man sieht mich noch ganz, oder? Okay. Blick zum Boden und wir heben das linke Bein und den rechten Arm. Und dann wechseln wir. Und wir wechseln und Blick die ganze Zeit zum Boden. Das ist die erste Runde. Die zweite Runde, kleine Hackbewegung. Mit den Händen und mit den Füßen. Danach gehen wir in den Unterarmstütz. Ihr habt jetzt, also danach wiederholen wir es natürlich. Und dann in den Unterarmstütz. Noch 15 Sekunden Zeit. Während ihr jetzt gleich die rechte Hand vom Boden hebt, versucht das linke Bein auch richtig schön hochzuziehen. Kurz zu halten, zählt bis 3 und dann wechselt ihr einfach die Seite. Also Blick zum Boden und go. Heben, 1, 2, 3 und wechseln. 1, 2, 3 und wechseln. Und ich sage jetzt nicht mehr. Genau. Je weiter ihr hochkommt, umso anstrengender. Wem das zu leicht ist, dann nimmt bitte die beiden Arme hoch und legt sie nicht mehr ab. Beide Arme hoch. Streckt das Bein ruhig aus. Streckt das Bein bitte richtig aus. Mag Bein hochheben, ohne anzuwinkeln. Genau. Bleibt dabei. Und kurz absetzen. Das war der Einstieg. Jetzt haben wir eine kleine Hackbewegung. Mit den Beinen, mit den Armen. Und ja, Mama ist ein schönes Klettergerüst. Direkt drauf. Und Mama, mach bitte weiter. Blick zum Boden. Kurze kleine Hackbewegung. Mit den Armen, mit den Beinen. Sehr schön. Die Arme haben nichts mehr auf dem Boden zu suchen. Versucht sie zu heben. Und kurze kleine Hackbewegung. Setz ab. Sehr schön. Das war die erste Hälfte. Das wiederholen wir. Also rechten Arm heben, linkes Bein heben und dann wechseln. Ein paar Sekunden. Das solltet ihr schön spüren. Sowohl im unteren Rücken als auch im oberen Rücken. Je weiter ihr hochkommt, umso anstrengender. Sehr gut. Kleine Hackbewegung. Mit den Armen, mit den Beinen. 3, 2, 1 und Start. Super. Nur noch 20 Sekunden. Sehr schön, das war die erste Hälfte. Ellenbogen wandert unter die Schulter. Wir kommen gleich hoch in den Unterarmstütz. Aus dieser Position kommen wir in den Liegestütz. Rauf, rauf, runter, runter. Zeit läuft. Sollte es nicht mehr gehen, kommt auf die Knie und arbeitet von hier aus weiter. Mal mit links hoch, mal mit rechts hoch. Ruhig im Wechsel.
Sehr gut. Perfekt. Wir bleiben Unterarmstütz. Ein Tap mit der rechten Hand zur Seite. Zurück. Rechter Fuß. Zurück. Linker Fuß. Zurück. Linke Hand. Und das Ganze auf ein neues. So, als ob ihr im Uhrzeigersinn jeweils eure Glieder voneinander wegdrückt. Bauchnabel ist eingezogen. Super. Locker, aber ganz kurz. Das wiederholen wir. Unterarmstütz kommt hoch in den Liegestütz und wieder runter. Auf ein neues. Und go. Rauf, rauf, runter, runter. Ihr hört es. Ein paar Sekunden noch. Rest. Sehr schön. Einmal noch 40 Sekunden. Und wir wechseln dann die Position. Also Unterarmstütz, rechte Hand raus, rechter Fuß raus, linker Fuß, linke Hand. Schön. Erholt euch kurz. Super. Danach machen wir es uns auf den Po bequem. Stellen die Füße auf. Und dann bitte ich euch jetzt gleich tatsächlich hier reinzudrücken. Hier reinzudrücken, mit dem Knie in diese Richtung zu pressen und einmal richtig schön Druck auszuüben. Und das 40 Sekunden zu halten. Danach kommt eine Runde, wo wir die Arme hier vorne haben, Beine gestreckt, wir berühren die Ferse und kommen wieder runter. Ferse berühren und wieder ausstrecken. Dann erst die andere Seite. Dann kommt der Russian Twist und dann kommt der V-Sit, wo wir die Beine 45 Grad nach oben haben. Das war jetzt schon die Überraschung. Vier Übungen, 8 Runden lang. Die erste Übung wird nur so anstrengend sein, wie ihr stark ihr auch gegenpresst. 3, 2, 1 und richtig gegenpressen. Haltet die Spannung. Haltet die Spannung. Ihr werdet es auch im Bauch merken. Versucht gerade zu sitzen. Versucht mal gerade zu sitzen dabei. Richtig schön aufrichten. Und dann gegenpressen. Richtig feste gegenpressen. An der Stelle könnt ihr schummeln. Das hoffe ich nicht. Das werdet ihr nicht machen. Ihr macht es ja für euch. Richtig schön reinpressen. Wenn ihr sagt, das ist gar nicht anstrengend, auch okay. Dann seht es als Spannung an für das, was gleich noch kommt. Super. Vielleicht habt ihr es jetzt gerade gemerkt, auch die schrägen Bauchmuskeln arbeiten mit. Die Bauchmuskeln, die powern wir jetzt aus. Legt euch bitte hin, berührt die Ferse, streckt die Beine wieder aus. Ferse berühren, wieder ausstrecken. Die Arme sind die ganze Zeit durchgestreckt. Das werdet ihr gleich auch in der Rumpfmuskulatur merken. Der komplette untere Rücken arbeitet jetzt auch mit. Und die geraden Bauchmuskeln. Berührt die Ferse, streckt sie aus. Das 40 Sekunden lang. Genau. Setzt euch richtig auf. Berührt die Ferse und dann wieder runter. Nur den unteren Rücken ablegen. 10 Sekunden left. Und die Beine natürlich ausstrecken. Je näher sie in Richtung Boden sind, umso anstrengender.
Wenn ihr oben seid, bleibt oben. Super. Sehr schön. Jetzt richtet euch nochmal richtig schön auf. Linke Hand, rechtes Knie und presst dagegen. Presst dagegen. Aufgerichtet bleiben. Super. Stell das Bein ruhig auf. Genau. Und dann gegenpressen. Wenn ihr anfangt zu zittern, dann habt ihr definitiv vollen Druck drauf. Genau, nicht absichtlich zittern. Marc macht gerade den hier. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und löst. Super. Jetzt kommt nochmal diese Klappmesserübung. Wir legen uns ab, Arme sind durchgestreckt, Beine sind durchgestreckt, wir berühren die Ferse und wieder ausstrecken. Im Prinzip. Genau, komm mit dem Oberkörper hoch und wieder ausstrecken. Sehr schön. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ohne Schwung. 10 seconds left. Bleib oben. Super. Russian Twist. Russian Twist für die seitlichen Bauchmuskeln. Also Füße hoch, über den Boden links und rechts. Dreht euch mit rein. Mit reindrehen. Ihr werdet gleich merken, dass die Beine ziemlich schwer sind. Und wem das zu schwer ist, setzt die Füße auf. Auch das ist okay. Nach Möglichkeiten natürlich nicht. Super. Der V-Sit, also Beine auf 45 Grad. Nur halten. Bedeutet Beine hoch, Hände über die Schienbeine und einfrieren. Nicht mehr bewegen. Und bleibt bitte in der Position. Ihr werdet jetzt merken, wie schwer die Beine schon jetzt sind. Ich weiß. Versucht es immer wieder. Und wenn es nicht geht, legt euch ab und bleibt in dieser Position. Das ist ein bisschen einfacher. Nach Möglichkeit natürlich nur auf dem Steißbein sitzen. Sehr gut. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. 10 seconds left. Genau, halt nicht die Beine fest. Halt nicht die Beine fest, damit ist es zu einfach. Genau. Setz ab. Sehr schön. Das wiederholen wir. Und schon da seid ihr wieder in der Pause. Also Füße hoch, links, rechts, im Boden drüber. Für die seitlichen und schrägen Bauchmuskeln. Rest. Super. Jetzt noch einmal 40 Sekunden die Beine hochhalten. Und dann habt ihr wieder eine Pause. Also Beine 45 Grad nach oben und freeze. Einfrieren. Halte durch. Ten seconds left. Rest.
Rest. Super. Okay, Bauch, Häkchen dran. Jetzt kommen wir in den Vierfüßerstand. In den Vierfüßerstand bedeutet, Knie sind unter der Hüfte, Hände unter der Schulter. Diese Position, Zehenspitzen aufgestellt. Wir lösen gleich die Knie vom Boden und halten die Position. Für den Quadrizeps, für den Bauch und die Schulter. Nächste Runde haben wir eine Übung, die nennt sich Dirty Dog. Ihr kennt sie. Wir öffnen das Bein und schließen das Bein. Diese kleine Bewegung. Danach wiederholen wir das und wechseln die Seite. Next round. Wir kommen nochmal hoch. Kleine Trippelschritte. Und aus der Position öffnen wir nochmal, strecken das Bein aus und holen das Kreisleiter an. Für den Hintern, den bearbeiten wir als nächstes. Das war der Schnelldurchlauf. Das Ganze nochmal langsam. Falls die Handgelenke wehtun, wie gesagt, auf die Fäuste kommen, auch das ist vollkommen okay. Wenn ihr so seid, in 3, 2, 1, nur lösen und halten. Nur lösen und halten. Schulter, Oberschenkel, Vorderseite und der Bauch. Füße und Dorn, Tucken zurück. Mareike, kleines bisschen. Yes, so. Ja, super. Jetzt ein bisschen im rechten Winkel, sowohl zwischen Oberschenkel und Rumpf, als auch die Oberarme zum Rumpf. Genau, Blick zur Matte, dadurch entspannt ihr den Nacken. Rest. Nur absetzen. Super, wer möchte, lockern mal kurz die Handgelenke. Und Dirty Dog. Wir öffnen die Seite und schließen die Seite. Der Winkel zwischen Unterschenkel und Oberschenkel bleibt gleich. Das heißt, das Knie führt die Bewegung an, Oberkörper weiterhin zum Boden ausgerichtet. Rest. Super. Wie gesagt, locker zwischen über die Handgelenke. Und jetzt geht's nochmal in den Vierfüßlerstand mit angehobenen Knien. Zehenspitze vom Boden lösen und halten. Nur halten. Das ist übrigens immer die Zwischenübung. Die werden wir gleich auch noch haben. Allerdings bewegen sich dann die Beine noch ein bisschen. Die ersten beiden Runden statisch. Genau. Birgit, versuch dich mal nicht zwischen den Beinen durchzugucken. Wenn du diese Position einnimmst, bist du absolut im Rundrücken. Versuch zum Boden zu schauen, vom Gefühl her sogar ins Hohlkreuz zu fallen. Erst dann bist du richtig gerade im Rücken. Knie absetzen. Sehr gut. Wir haben jetzt noch eine Runde vor uns. Dirty Dog. Mit der anderen Seite. Und go. Öffnen, schließen. Rest. Sehr, sehr schön. Super. Genau, lockert die Handgelenke nochmal kurz. Wir kommen in den Vierfüßerstand. Knie lösen sich und wir wandern auf der Stelle. Nur die Füße kurz anheben. Sollten die Handgelenke wehtun, kommt auf die Fäuste und macht von da aus weiter. Auch hier die Knie nicht zu hoch nehmen. Die bleiben weiterhin unter der Hüfte. Füße weiter vor, Florian.
Rest. Habe ich jetzt gerade wegen dem Stuhl nicht genau gesehen. Jetzt sehe ich dich aber wieder. Okay, Dirty Dog und wir öffnen das Bein. Öffnen, ausstrecken, Kreisab reinholen. Also eine kleine Erweiterung zur ersten Runde, sowohl im Vierfüßlerstand als auch jetzt beim Dirty Dog. Öffnen, ausstrecken, Kreisab reinholen. Rest. Sehr gut. Kurzes Lockern und dann noch einmal. Vierfüßlerstand. Knie in der Luft. Knie direkt unter der Hüfte. Und wir wandern auf der Stelle. Setz nochmal ab. So, letzte Runde. Letzte Runde. Öffnet zur Seite. Streckt das Bein aus und start. Super. Erholt euch kurz. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Es kommen Scorpion-Kicks dran. Bedeutet, nehmen wir die Matte so, Hände unter der Schulter, Knie ranziehen, ausstrecken und dann da absetzen. Das heißt, die Ferse einfach zur Seite kippen. Dann wieder zurückkommen. Dann die andere Seite. Knie anziehen, ausstrecken und absetzen. Eine schöne Übung. Auch da wird es weiterhin auf die Schulter gehen. Ich weiß, dass ihr die Handgelenke wahrscheinlich jetzt schon merkt. Das heißt, wir werden gleich noch ein paar andere Sachen machen im Stehen, sodass die Handgelenke auch wieder eine kleine Erholungsphase haben. Schüttelt die Handgelenke auf jeden Fall mal ein bisschen aus. Genau, auf den Zehenspitzen, Marc. Auf den Zehenspitzen gleich. Er hat schon die Übung mal vorgemacht. Genau, und jetzt einfach nur dranziehen und rüber. Yes. Super. Okay. Wir kommen in die Position. Knie anziehen, ausstrecken, rüber, zurück. Knie anstrengen, anziehen, rüber, zurück. Hört es, 10 Sekunden noch. Kommt in den Unterarmstütz. Jetzt erholen sich ein bisschen die Handgelenke. Und wir schieben uns nochmal vor und zurück. Vor und zurück. Rest.
Setz kurz ab. So, die erste Hälfte haben wir. Jetzt nochmal die Scorpion Kicks. Nochmal den Unterarm schütteln, dann gehen wir in den Stand hoch. Und go. Knie anziehen, ausstrecken und hinten absetzen. Das gleich mit der anderen Seite. Ausstrecken und absetzen. Super, kommt in den Unterarmstütz. In den Unterarmstütz, wer möchte. Ansonsten kurz ein paar Schnaufpause. Wir schieben uns vor und zurück. Denkt dran, nach dieser Runde haben wir nur noch einen Cooldown. Also wer jetzt noch Kraft hat, bitte nochmal alles reinlegen. 10 seconds left. Und wir kommen hoch in Stand. Sehr, sehr schön. Super. Wenn ihr oben seid, Oberkörper nach vorne, Popo nach hinten, Handweg nach oben. Und wir kreisen. Diese Übung haben wir eben nämlich ausgelassen. Die holen wir natürlich noch mit rein. Wenn ihr die Schulterblätter schön zusammenpresst, dann merkt ihr auch, Handflächen nach hinten, nach oben, Jörg, nach oben, drehen wir die Hände von aus der Position in diese Position, genau, und dann kreisen. Und dann noch die Schulterblätter zusammenpressen. Und schon merkt ihr, was diese Übung ausmacht. 10 seconds left. Super. Yes. Nächste Runde. Oberkörper parallel zum Boden. Hände zeigen zum Boden. Wir sind aber nicht auf dem Boden, weil sonst habt ihr diesen Grundrücken. Ihr seid gerade vom Gefühl her im Hohlkreuz. Dann dreht euch zu allen Seiten auf. Und wieder runter. Immer nur zu allen Seiten aufdrehen. Vom Gefühl her seid ihr im Hohlkreuz, wie gesagt. Versucht bewusst, das Becken nach hinten rauszuschieben, Schulter nach oben zu ziehen. Lockert. Schüttelt kurz aus. Wir kommen nochmal in die Schulterübung. Popo nach hinten raus. Handflächen zeigen nach oben. Wir kreisen. Genau. Vorletzte Runde der heutigen Stunde. Wenn ihr noch Kraft habt, klemmt die Schulterblätter zusammen, als ob ihr ein Blatt Papier zwischen den Schulterblättern einklemmen könntet. Sauber. Lockert. Sehr schön. Eine Runde noch. Eine Runde. Oberkörper nochmal parallel zum Boden. Vom Gefühl her, wie gesagt, hier im Hohlkreuz. Und dreht euch zur anderen Seite auf. Und schaut wieder runter. Schaut dem Arm auch hinterher. Dem Arm hinterher schauen, genau. Aber lasst den Oberkörper die ganze Zeit parallel zum Boden. Wenn ihr euch ausdreht, aufdreht. Left.
Sehr, sehr schön. Super. Kurze Erholungsphase und dann gehen wir ins Cooldown. Ein schönes, langes, vor allem die Unterarme und die Handgelenke noch ein bisschen lockern. Denn die haben heute echt Bestleistung gebracht. Okay. Trinkt noch was, wenn ihr wollt, genau. Und dann geht's ins Cooldown. Sehr schön. Für diejenigen, die die Hände schon frei haben, greift in die Hände hinein und fangt an zu kreisen. Wir lockern jetzt so ein bisschen die Handgelenke. Sollte es jetzt ein bisschen knacken. Alles okay. Genau. Die Unterarme, dreht die Handfläche nach unten, fasst hier vorsichtig dran, zieht zu euch. Ihr seht, ich habe jetzt eine Überdehnung, mein Arm ist durchgestreckt. Das sollte sich jetzt hier im Unterarm bemerkbar machen. Haltet die Spannung. Und dann einen Armwechsel. Auch hier Arm durchstrecken. Genau, es gibt ein paar schöne Übungen, die man auch halt für die Handgelenke auf dem Boden machen kann. Wenn man im Vierfüßlerstand ist und dann diese Position einnimmt, zeigen die Hände zu den Knien. Und dann könnt ihr das Gewicht ein bisschen nach vorne verlagern, nach hinten, zur Seite. All diese Sachen. Super, löst. Nehmt einen Arm vor die Brust, hinterm Ellenbogen, feste Gegenpressen. Die Schulter ist weg von den Ohren. Wir schauen noch über die Schultern weg. Lösen, aber die andere Seite. Arm vor die Brust, hinter dem Ellenbogen, feste Gegenpressen, Schulter ist weg von den Ohren. Auch hier schauen wir über die Schulter weg. Lösen. Macht euch mal ganz lang, stellt euch auf die Zehenspitzen, streckt die Arme nach außen aus und greift nach den Kirschen, die auf dem Baum hängen, der vor euch ist, nach den Sternen oder was auch immer. Ihr für eine Assoziation jetzt gerade habt, um euch lang zu machen. Die Arme bleiben oben, Fersen legen wir, setzen wir wieder ab. Umfasst ein Handgelenk. Zieht euch in die Seite. Zieht euch in die Seite. Genau. Greif einmal kurz um. Also packst das Handgelenk, woran du ziehst. Genau. Sollte sich jetzt hier im Rippenbereich bemerkbar machen. Komm zurück zur Mitte. Greif einmal um und zieh dich in die andere Richtung. Wir richten uns wieder auf. Die Hände kommen nach vorne. Jetzt schieben wir sie nach vorne. Der Kopf kommt zwischen die Arme, Bauchnabel ist eingezogen. Hände nach vorne rausschieben. Richtig weit. Dann kommen wir eine Etage tiefer. Die Ellenbogen auf die Oberschenkel. Bauchnabel einziehen. Mach einen Katzenbuckel. Mach dich klein und rund. Und dann roll dich bitte Wirbel für Wirbel ganz langsam auf. Sehr gut. Bring die Unterarme zusammen. Klapp auf, Oberarm ist parallel zum Boden, Daumen zeigt nach hinten. Die Bewegung folgt den Daumen. Und da, wo es zieht, da halten wir. Die Hände wandern auf Schulterhöhe, Daumen zeigt nach oben. Daumenzeit nach unten, Daumenzeit nach hinten. Wir folgen den Daumen. Arme bleiben mal weiterhin oben, sodass die Daumen nicht zueinander kommen können. Blick nach vorne. Vergrößert schon mal den Stand. Greift in die Hände hinein. Schaut zwischen den Beinen durch. Zieht die Hände über den Kopf bzw. in die Richtung, soweit ihr kommt.
Wir kommen langsam hoch. Verkleinern den Stand. Machen mit den Beinen weiter. Umfassen einen Fuß am Sprunggelenk. Daumen hier am Knöchel. Schon müssten die anderen vier Finger am Sprunggelenk sein. Knie zusammenbringen. Man sieht das in der Perspektive am besten. Meine Knie sind zusammen. Und jetzt schiebe ich das Becken noch vor. Von außen ist es nicht zu sehen. Der Zug erhöht sich aber. Wenn ihr das gemacht habt und dann noch das Knie jetzt Richtung Boden drückt, das hier Richtung Boden drücken, dann erhöht ihr nochmal den Zug. Sehr schön. Hier setzen wir den Fuß jetzt hinter dem anderen ab. Durchgestreckte Beine, machen uns aber ganz lang und kommen so weit runter, wie es die Dehnung zulässt. Richten uns langsam auf. Nehmen den vorderen Fuß. Auch hier am Sprunggelenk festhalten. Knie zusammenbringen. Falls es wackelig ist, fahrt den Arm aus. Fixiert den Punkt am Boden. Oder haltet euch irgendwo fest. Das ist ja anders als draußen. Hier habt ihr Mobiliar, was man zur Not greifen kann. Wenn die Knie zusammen sind, schiebt das Becken vor. Und dann auch hier das Knie Richtung Boden drücken. Setzt den Fuß auch hier hinter dem anderen ab. Durchgestreckte Beine. Macht euch mal richtig lang. Dann kommt hier auch nochmal schön tief runter. Wir kommen langsam hoch und ihr habt es geschafft. Euer Applaus, klasse gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und falls ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Montag wiedersehen. Moment, nächsten Montag ist das schon...